meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstellung der Bad Reichenhaller Kunstakademie. Das Thema lautet Material und Farbe. Und ich kann Ihnen verraten, es ist viel geboten und Sie werden die Kreativität der Künstlerinnen und Künstler entdecken. Wie nämlich Material und Farbe hier zusammengebracht werden und welchen Gesamtausdruck das Ganze findet. Ich wünsche Ihnen viel Freude und viel Vergnügen. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Ausstellung im Rahmen unserer Ausstellungsreihe zum 25-Jahr-Jubiläum der Kunstakademie Bad Reichenhall. Mein Name ist Stefan Wimmer und ich freue mich, dass Sie wieder auf unserem YouTube-Kanal dabei sind. Die Ausstellung trägt den Titel Material und Farbe und läuft vom 24. Juni bis zum 11. Juli. Nun, Sie wissen ja aus der Vergangenheit, Corona hat uns dazu gezwungen, unsere Ausstellung, unsere Jubiläumsausstellung im Online-Format zu machen. Nun halten wir das auch bei bis das zum Ende dieses Jubiläumsprogramms, damit wir auch allen unseren Künstlerinnen und Künstlern die gleiche Möglichkeit der Präsenz eben geben können. Material und Farbe, ein Thema, das sehr allgemein klingt und uns auch tatsächlich schon seit sehr langer Zeit in der Kunstgeschichte, zumindest des 20. Jahrhunderts, intensiv beschäftigt. Traditionellerweise haben die Avantgardisten des 20. Jahrhunderts angefangen, Malmaterialien zur Farbe, zur Ölfarbe hinzuzumischen. Zum Beispiel Georges Braque als ein bedeutender Vertreter, der sehr viele Sandelemente in seinen Ölgemälden verarbeitet hat, um ihnen eine andere Struktur und Oberfläche zu geben, eine Materialität ergänzend zu ermöglichen, die jenseits der reinen Anwendung der Farbe und der ergänzenden Malmittel wie die Verdünnung der Farbe ist. Also insofern ist die Verwendung von Materialien, die sich in Farbe einbinden lassen und Farbe im Auftrag und in ihrer Wirkung, in ihrer Plastizität verändern, ein schon sehr traditionelles, eine sehr traditionelle Methode und die aber natürlich im Laufe der Jahrzehnte eine extreme Ausbreitung und Vertiefung und Differenzierung erfahren hat. Beispielhaft möchte ich nur noch einige weitere Künstler erwähnen, die besonders auffällig vielleicht mit Materialien dann gearbeitet haben. Wir kennen natürlich Robert Rauschenberg, der zum Beispiel sehr viel Papier und Pappe verwendet hat. Wir wissen von Kurt Schwitters, der natürlich als Begründer des Dadaismus auch eine der zentralen Figuren war, die alle möglichen Alltagsgegenstände in ihre Bemälder integriert haben, seien es eben gefundene Elemente auf der Straße, die sogenannten Objets Trouvés, die dann tatsächlich Gestaltungsmittel wurden für ganze Konstruktionen von Gemälden, abstrakten Werken, genauso wie gegenständlichen. Aber, und das ist sicherlich auch nicht zu vernachlässigen, wir haben auch eine ganze Reihe Künstler, die die Farbe selbst zum Material erhoben haben und hier ganz besondere Dinge mitgemacht haben, beispielhaft möchte man vielleicht auch Francis Bacon erwähnen, der mit dem sehr dicken Farbauftrag teilweise dafür gesorgt hat, dass wir eine ganz andere Plastizität kennen. Oder Frank Auerbach, also auch ein Vertreter der London School. Insofern vielleicht auch ein Ausdruck dessen, dass in Großbritannien in dieser Zeit eben diese Beschäftigung damit, inwieweit Farbe selbst sozusagen Gegenstand der Darstellung, Gegenstand der künstlerischen Arbeit sein kann, eine besondere Wirkung entfallen hat. Das führt dann weiter zu Lucian Freud, wo wir sehr viele figürliche Darstellungen kennen, die aber auch mit sehr viel pastovem Farbauftrag sind, sodass wir mehr als die reine Farbe oder das reine Bild als Erzählung von den Künstlern angeboten bekommen. Ja, dann natürlich ein ganz besonders wichtiger Faktor sind die informell Künstler und nicht zu vergessen dann auch die sogenannte Zero-Bewegung in den 50er und 60er Jahren, sowohl in Frankreich wie auch in Deutschland herausragend, die ganz besondere Materialien eingebaut haben. Bei Zero beispielsweise wissen wir von Heinz Mack, dass er sich bei der Raumfahrtindustrie bedient hat und ganz besondere Gitterstrukturen, leichte Metallgitterstrukturen eingebunden hat in seine Gemälde und in seine Reliefs und dadurch einen ganz neuen Effekt auch im bildkünstlerischen Sinne entwickelt hat. Ja, und natürlich die Arte Povera,
auch hier ein ganz besonderes Augenmerk auf die Materialität, dort eher das reduzierte Material, die einfachen Materialien, die dann aber tatsächlich zur Bildaussage werden. Und vielleicht heute zu einem der lebenden Vertreter in der Malerei, der sich insbesondere intensiv mit der Frage nach Materialverwendung im Bild, in den Gemälden beschäftigt, ist natürlich Anselm Kiefer. Viele von Ihnen kennen ihn sicherlich als Künstler, der Blei zum Beispiel, Bleiplatten verwendet und nicht so weniger genauso Gips und teilweise auch Beton integriert in Gemälde und natürlich Applikationen wie Rosen oder auch andere Naturmaterialien. Also Sie sehen, die Vielfalt dieses Themas ist gewaltig und das 20. Jahrhundert ist voll neuer Impulse und Ideen, wie Material in die bildende Kunst ihren Eingang gefunden hat. Und das wollen wir uns heute bei den Künstlerinnen und Künstlern dieser Ausstellung näher anschauen. Es sind insgesamt 29 künstlerische Positionen und ich freue mich wieder einmal sehr, dass wir hier einen großen Reigen von Ihnen zeigen dürfen. Ja, beginnen möchte ich gern mit dieser Wand hier. Ja, ich hatte vorhin schon davon gesprochen, Farbe ist ein Thema und wenn Sie jetzt hinter mich schauen, dann sehen Sie ja eine eher reduzierte Farbigkeit. Und das war aber natürlich für uns hier im Ausstellungszusammenstellung, in dem Kuratieren der Ausstellung eigentlich ein besonderer Reiz, weil man gerade dann vielleicht am Anfang in einer besonderen Art und Weise auf die Feinheiten, auf das Diffizile eines solchen Ansatzes eben hinweisen kann. Und beginnen möchte ich mit Miriam Saric links von mir. Und das ist eine ganz besonders interessante Position, wo Materialität in mehrfacher Hinsicht eine große Rolle spielt. Wir sehen hier drei Arbeiten, die das gleiche Format haben und die eine erstmal grundsätzlich über das Papier, über die Auswahl des Papiers eine große Rolle. Wir sehen nicht nur ein Papier, sondern wir sehen eigentlich zwei, die übereinander geschichtet sind, eine Papierlage, auf die gemalt wurde und darüber dann eine wie eine Art Gaze, ein halbtransparentes weiteres Papier, das teilweise zerrissen ist, teilweise zerschnitten ist und so eine Tiefe und einen Durchblick ermöglicht und deswegen auch dieses objekthafte Rahmen mit einer großen Tiefe. Aber wenn wir das genauer anschauen und vielleicht haben Sie dann gleich noch Gelegenheit dazu drauf zu schauen, dann werden Sie auch sehen, dass innerhalb der Arbeiten nochmal ein weiteres Element auftaucht. Auf den ersten Blick reden wir sehr viel über Fläche, flächiges Malen, aber da taucht dann ein Faden auf, der mit hineingearbeitet ist. Eine Linie, keine gezeichnete Linie, sondern tatsächlich eine aufgebrachte, applizierte Linie, die aber natürlich dann auch durch das Durchstechen des Papiers nochmal eine andere Form von Verbindung eingeht. Zum Faden vielleicht noch eine weitere Assoziation, die, denke ich, ganz spannend ist. Und zwar, als ich die Fäden hier bei Frau Saric gesehen habe, musste ich unmittelbar an den deutschen Künstler Gerhard Höhme denken, aus den 60er und 70er Jahren, der die Linie eben dann aus dem Bild sogar herausgeführt hat, sei es eben einerseits mit Kabeln oder mit Schnüren, die dann bemalt waren und dadurch eine Steifigkeit bekommen und so auch das Bild entgrenzt hat. Also nochmal eine weitere Aspektion. Ja, und wenn wir bei Linie sind, dann komme ich gleich rechts neben mir zu dem Werk von Reinhard Hochmeier, Dozent auch an der Kunstakademie und ein ganz anderer künstlerischer Ansatz, aber auch hier taucht ganz links, aber sehr markant und zentral eine Linie auf, ein Schwung auf, eine Form auf, die das Bild, obwohl sie bei weitem bei diesem Format nur einen kleinen Teil einnimmt, also nicht so dominant zunächst zu sein scheint, eine ganz große Bedeutung hat, weil sie das Werk eigentlich in ein ganz bestimmtes Gleichgewicht bringt. Ja, und wenn wir uns dieses Werk anschauen, haben wir auch eine Ähnlichkeit zu dem von Frau Saric, indem wir eher lasierende, übereinanderliegenden Farbauftrag haben. Bei Frau Saric war das durch das Material ergänzt. Bei Herrn Hochmeier sehen wir pure Malerei. Malerei, die mit unterschiedlichen Konsistenzen der Farbe arbeitet und wir sehen sozusagen die unteren Schichten durchscheinend. Also das, was Frau Saric im Material getan hat, hat hier Herr Hochmeier im malerischen Sinne getan. Er hat uns ein Bild angeboten, eine Bildoberfläche angeboten, die uns tatsächlich eine Tiefe im Blick erlaubt, weil wir unmittelbar durch die massiven Farb
Farbelemente, die hier in der Mitte gesetzt sind, die, der Duktus, der sehr stark ist, sehen wir dahinter eine pinkfarbene Fläche, eine Farbfläche, die natürlich durchscheinend wirkt und die immer wieder auftaucht und dem Bild damit automatisch auch eine Tiefe gibt. Ja, was sehen wir bei dieser Arbeit in besonderem Maße auch noch, ist die hohe Dynamik. Das Element, das ich vorhin schon erwähnte, die Linie, dieser Bogen, der hier gesetzt ist, der ragt hinein, und wenn man jetzt eine gegenständliche Assoziation haben wollte, muss man überhaupt nicht bei so einer Arbeit, aber mir fällt jetzt gerade im Moment ein, ich stelle mir gerade so ein Stahlbetonelement vor, wo die Armierung herausragt, so etwas würde ich mir bei diesem starken schwarzen Pinselstrich gut vorstellen können in einer gegenständlichen Assoziation. Und was macht so ein Armierungseisen? Das schafft eben die Stabilität, und so ist es hier auch in dem Bild angelegt. Die Stabilität des Bildes entsteht in diesem Kontrast zwischen den großen weißlicheren und gräulicheren Farbtönen, und das wird in einer gewissen Weise gehalten und aufgefangen durch diesen sehr eindeutigen Strich, diesen schwarze Farbelement, das hier gesetzt ist in der Mitte des Bildes. Ja, und die dritte Arbeit, die wir hier auf dieser ersten großen Wand sehen, von Frau Gegenfurtner, greift nochmal das Spiel auf, das wir bei Frau Saric hatten, nämlich die Kombination aus Malerei und einem ergänzenden Material, so wie wir es bei Frau Saric hatten, der Faden und das Papier, die eine Verbindung eingehen, so ist es hier eine Leinwand, die mit auch mit Fäden zu tun, aber mit Filz. Filzelemente, die aufgelöst sind in ihrer Farbigkeit, zerfasert sind, aber dadurch eine, ja, zwei Assoziationen unmittelbar wecken können. Einmal sehen wir hier natürlich ein abstraktes Gemälde, so wie wir das eben auch zum Beispiel kennen bei Jackson Pollock mit einer Art Dripping. Es könnte also auch eine Farblinie sein, die hier oben drauf liegt, aber nein, die Künstlerin hat sich entschieden, das mit einem anderen Material, nämlich mit dem Stoff, umzusetzen. Und das Faszinierende ist, dass diese Feinheiten, dieses scheinbar zufälligen hier, dieses Zerfließen dieses Netzwerkes eben nicht über das Fließen passiert, sondern tatsächlich über die Stofflichkeit, über die Art und Weise, wie sich dieser Stoff, diese Fäden dann zerfasern und ihr eigenes Gespinst ergeben. Und dieses Gespinst liegt eben auf der reinen Maloberfläche drüber. Und so können wir als Betrachter auch noch eine besondere Beziehung dazu aufbauen. Ja, und die zweite Assoziation, die mir jetzt in den Sinn kam, einige von Ihnen kennen vielleicht den deutschen Fotokünstler Wolfgang Tillmanns. Er ist unter anderem sehr berühmt geworden mit seinen sogenannten Freischwimmerfotos. Und diese Freischwimmerfotos, die zeigen eine Detailaufnahme von Blut, das in Flüssigkeit ist, und das zerfasert dann auch. Man hat innerhalb einer, zum Beispiel einer rosafarbenen Hintergrundfarbe, plötzlich Schlieren, die darin liegen, die aber ganz feine Fäden haben, Tropfen haben. Und das ist etwas, was man hier unmittelbar bei Frau Gegenfurtner auch sehen könnte. Also, aber natürlich nur, wenn man so, wie ich jetzt diesen Bezug gedanklich herstellt, von ihr sicherlich nicht intendiert und braucht es auch nicht zwingend, aber es ist eben ein spannender Ansatz, den sie hier pflegt. Ja, jetzt sind wir schon bei der zweiten Position hier in unserer Ausstellungshalle, und ich freue mich, dass ich hier diese Arbeit von Christiane Wahle vorstellen darf. Und ich sprach ja gerade von dieser Assoziation mit dem Blut und dem Körperlichen, und jetzt haben wir hier eine Situation, die unmittelbar darauf anspricht. Sie sehen hier im linken Bildelement ein Heftpflaster, so wie wir es gewöhnlich auch erwerben können. Und vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir. Als ich die Arbeit gesehen habe, habe ich sofort an einen Künstler gedacht, der ganz intensiv mit dem Thema dieser Heftpflaster gearbeitet hat. Und das ist natürlich Josef Beuys. Dieses Jahr wäre sein 100. Geburtstag gewesen und für eine Akademie wie unsere natürlich eine ganz besondere künstlerische Position. Wie hat Beuys das verwendet? Tatsächlich mit dem Sinne der Verletzlichkeit, ein Thema, das sozusagen für ihn ja ein ganz zentrales Thema war. Heftpflaster sind eben ein Synonym für die Verletzlichkeit des menschlichen Lebens, und er hat das in vielfältiger Form umgesetzt. Und hier sehen wir das eben auch, und was hier ganz spannend ist, hier haben wir zwar einerseits dieses Pflaster, aber wir haben auf der anderen Seite eben
ganz viel pure Malerei eigentlich. In der Mitte zentral ist diese schwarze Fläche, die aber so eine Art Einschnitt erfährt durch diese Elemente, die hier hineinkommen, diese Rechtecke, die ja zunächst Applikationen zu sein scheinen, so wie wir das von dem Pflaster kennen. Und wenn man aber näher herantritt, sieht man, das sind eher Auslassungen in den meisten Fällen, sodass die schwarze Fläche zwar gearbeitet worden ist, aber wahrscheinlich im Vorfeld, bevor dieser Endzustand erreicht worden ist, waren diese Flächen abgeklebt und die Künstlerin hat dann das vom Papier abgezogen, das Klebeelement, sodass wir jetzt eigentlich eine Leerstelle, eine Lücke sehen. Und das ist ja auch eigentlich das Interessante. Einerseits haben wir mit diesem Pflaster diese Schutzfunktion, das Überdecken von etwas, aber wir können natürlich auch, wenn das Pflaster weggenommen wird, sehen wir etwas, was darunter liegt und das kann eben eine Art Geheimnis oder eine Besonderheit offenbaren. Und das scheint in diesen letztlich drei ohne Pflaster versehenen Elementen der Fall zu sein. Hier unten ist der Eindruck noch so, als ob es eine Art Klebestreifen gibt, der etwas erhaben ist, aber in diesen anderen beiden Flächen sehen wir es nicht, oben und links. Ja, diese schwarze Fläche ist eben auch genauso gedacht und gearbeitet hier. Wir sehen dieses Schwarz, das darüber liegt und wir sehen da hier im unteren Bereich eine Art ja, rosa-pinkfarbenes Element, das herausscheint, diese dünnen Fädenstriche. Und so ist es eigentlich, wie wir es in der Druckgrafik auch kennen, das ist eigentlich eine Ritzung, also eine negative. Wir haben also eine Farboberfläche, die wird abgenommen, die wird weggenommen. Wir haben also einen negativen Impuls und der legt aber etwas frei, was im Werk schon vorher angelegt worden ist. Und das ist ein ganz spannender Kontrast, wie das hier verarbeitet wurde. Ja, und gleich komme ich hier zu der Arbeit von Gerd Seidel, jetzt rechts von mir. Eine etwas größere Arbeit auf Holz, ein Bildträger, der natürlich eine große Tradition hat. Wir wissen, früher wurde nicht auf Leinwand gearbeitet, sondern eigentlich auf Holz. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Frage, wie geht man denn überhaupt mit dem Verhältnis von solchen unterschiedlichen Elementen um? Weil wir sehen nämlich hier auf diesem vordergründig applizierten Element eine ein textiles Element. So, und das ist vielleicht auch in einem ganz besonderen Maße ein spannender Ansatz, wenn man sich überlegt, dass die Leinwandmalerei zunächst als sogenannte Tüchleinmalerei verspottet wurde von den alten und berühmten Künstlerinnen und Künstlern, die natürlich auf Holz gearbeitet haben, auf Holztafeln, sicher viele von Ihnen kennen vermutlich die Darstellung von Luther und seiner Frau von Cranach, die eben natürlich alle auf Holz gearbeitet sind. Das war eigentlich der übliche Bildträger. Und irgendwann kam die Leinwand auf und da gab es ein sehr kritisches Verhältnis zu diesem stofflichen Bildträger. Und dieses Spiel steckt unter anderem auch hier in dieser Arbeit drin. Der Künstler selber hat eigentlich das Bild quasi zerstören wollen, beziehungsweise man hat dann die Textilfläche abgenommen und hat dann aber im gedanklichen Arbeitsprozess festgestellt, dass sie in der jetzigen Form, wie wir sie sehen, eine ganz starke Bildwirkung hat und hat dann den Rest des Bildes eigentlich bearbeitet. Also eine ganz diffizile und besondere Situation. Man hat eine spannende Fragestellung, wie diese verschiedenen Materialien miteinander in Beziehung sich setzen und wie der Betrachter, die Betrachterin dadurch die Möglichkeit hat, mit diesen Materialien sich selbst ins Verhältnis zu setzen und anhand dieser Gegensätzlichkeiten oder Unterschiedlichkeiten sich abzuarbeiten. Ja, auf dem nächsten Abschnitt im nächsten Abschnitt dieser Ausstellung will ich als nächstes auf die Arbeit von Georg Brandner eingehen, auch Dozent hier bei uns in der Akademie. Und das ist nun das, was man wahrscheinlich unter Material und Farbe sich im pursten und im wahrsten Sinne vorstellt. Also Sie sehen rechts von mir hier einerseits dick aufgetragene, pastos aufgetragene Farbelemente, gemischt mit Gips, mit weiteren Elementen und im oberen Bildbereich sehen wir Epoxidharz aufgetragen. Das schafft diese glänzende Oberfläche, also über die Malerei wird jetzt plötzlich eine neue Oberfläche geschaffen, die gegossen ist, die dadurch eine andere Präsenz entwickelt und genau in dieser Unterschiedlichkeit, in diesem Gegensatz zwischen diesem
ganz dicken Farbauftrag, der sozusagen dieses Pure zu haben scheint, diese unmittelbare Zugänglichkeit, in einer gewissen Weise auch die Erdigkeit, die natürlich immer in so einer Materialverwendung ist, steht diese glatte, abweisende, kaum zugängliche Oberfläche des Epoxidharz, die offensichtlich etwas überlagert, überdeckt und scheinbar gar keine Möglichkeit gibt, tatsächlich an das zu kommen, was so dahinter liegt. Also ein ganz spannendes, in einem Bild sozusagen verarbeitetes Konzept voller Gegensätzlichkeiten, und ich glaube, das ist auch etwas, was besonders faszinierend ist. Im unteren Bereich haben wir eben auch diese Blumen. Ich hatte ja vorhin schon Anselm Kiefer erwähnt, der die Blumen tatsächlich appliziert in ihrer Natürlichkeit. Herr Brandner macht das überhaupt nicht. Da geht es eben nicht um die Natürlichkeit, sondern geht es tatsächlich um die Materialität des künstlerischen Tuns, die Dreidimensionalität, das Objekthafte, das sozusagen auch in diesen dicken Farbaufträgen, in diesen pastosen Farbaufträgen zum Tragen kommt. Und wir haben hier Ritzungen, wir haben sozusagen auch wirkliches Arbeiten an der Maloberfläche. Wir haben eben mit einem groben Spachtel aufgetragene Elemente, also tatsächlich eine wirklich durchgearbeitete Arbeit. Und ich finde immer ganz schön, wenn man sich das vorstellt, wenn jemand schon mal nicht nur im Garten gearbeitet hat, sondern auf einem Acker einen Pflug betrieben hat, wenn man die Erde aufreißen muss mit diesem Pflug, da ja, wie weiß man sofort, was da passiert. Das ist eben erstmal eine Oberfläche und dann geht man da tief und plötzlich brechen sozusagen tiefere Schichten auf, die eine ganz eigene Ästhetik und Atmosphäre haben. Und das ist etwas, was man, finde ich, auch wenn es gar nichts Erdiges hat, sondern in der Farbigkeit und das fröhlich Frisches, auch ganz unmittelbar hier bei der Arbeit von Herrn Brandner passiert. Die Arbeit links von mir hier von Gerlinde Belz-Küpper ist auch eine Arbeit, die mit einer Materialität spielt, aber sie wird uns in dem Sinne eigentlich nicht angeboten im wirklichen Sinne, nicht im malerischen Sinne, nicht in dem Material, was wir auf der Leinwand sehen, sondern wir sehen hier, und wir können das vor allen Dingen leicht identifizieren über dieses Element, das hier zu sehen ist, dieses Mädchen mit dem Luftballon. Wir sehen hier eine Hauswand eigentlich. Ja, wir sehen hier eine Betonwand oder wie auch immer, aus welchem Material diese Hauswand besteht. Die ist offensichtlich nicht mehr in einem guten Zustand, sondern das ist schon eher so etwas, was wir eben kennen von Stadtvierteln, die ja eher im Niedergang begriffen sind. Ja, wir haben hier alle möglichen Dinge, die hier mal drauf waren, Muster, Elemente, vielleicht Zeichnungen, Plakate, also das, was wir eigentlich im urbanen städtischen Raum oftmals eben als diese Unorte bezeichnen oder die Orte, an denen scheinbar der Verfall eigentlich nur einsetzt. Aber nicht zufällig gibt es auch hier wieder ganz viele Künstler und Künstlerinnen, die gerade diese Orte zu ihrem Arbeitsfeld deklarieren, weil die natürlich eine besondere Lebendigkeit haben. Die sind auch nicht kaputt saniert, sie sind nicht in einer sterilen, schönen Oberfläche, sondern sie erzählen viel über das, was da zu sein scheint. Und das ist eben hier malerisch wunderbar umgesetzt. Und wie kam ich, wie gesagt, drauf? Hat mit dieser Figur zu tun. Die Arbeit heißt Banksy Was Here. Banksy, der Street-Art-Künstler, viele von Ihnen werden ihn kennen, dessen Identität nicht bekannt ist und der immer wieder an ganz überraschenden Plätzen Street-Art-Graffitis macht. Unter anderem gibt es eben auch ein Mädchen mit einem Ballon. Wann das genau aufgetaucht ist, weiß ich nicht, aber es gibt diverse sehr politisch oder gesellschaftskritische Graffitis von Banksy, und das ist eben etwas, die tauchen auch oft an Stellen auf, wo man sie nicht vermutet, die auch gar nicht prominent sind. Und das ist etwas, was Frau Gerlinde Belz-Küpper hier in Szene gesetzt hat und ich denke, ganz spannend und interessant umsetzen konnte. Ja, ich stehe jetzt hier vor zwei Arbeiten, eine Sabine Clemens und eine Arbeit nochmal von Frau Gegenfurtner, die wir gleich in der ersten Wand mit diesen roten Fäden hatten. Und vielleicht gehe ich auf das Bild von Frau Gegenfurtner zunächst ein. Auch eine ganz spannende Arbeit, hier auch wieder ein diffiziles Spiel mit der Oberfläche und mit möglichen Applikationen. Wir sehen einerseits eine klassische Malerei und dann sehen wir zwei Elemente, diese hier.
die aber etwas anderes sind, und das sehen Sie vielleicht jetzt in der Videoaufnahme nicht so gut. Dieses Element hier ist erhaben, das ist etwas, was aufgebracht ist auf die Leinwand und was wie ein Kartonausschnitt aussieht. Und hier haben wir auch einen Einschnitt in die Leinwand. Die Leinwand wurde weggenommen und es gibt jetzt sozusagen zusätzliche Elemente, die eigentlich dahinter liegen. Also wir bekommen sozusagen einen Einblick in das Innenleben des Bildes. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, die hier auch erzählt wird. Wir haben hier abstrakte Formen. Die orange Farbe schafft einen ganz starken Schwerpunkt hier in dem Bild, die sucht oder lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters ganz unmittelbar auf diese Fläche. Aber letztlich ist, glaube ich, die eigentliche Erzählung dieses spannende Element. Da passiert etwas, da gibt es eine Bewegung, eine Veränderung und es gibt die Verbindung über die Linie, die gemalte Linie. Und dieses Element, das in so einem unscheinbaren Umfeld ist, ist das eigentlich, was sozusagen entdeckt werden will und wo der Betrachter hingeleitet werden will. Und dieses Spiel mit den Materialien, mit den Oberflächen, mit den Einschnitten, mit dem Aufbringen, Applizieren von Dingen, das sehen wir hier auch bei Sabine Clemens. Wir haben hier verschiedene Stofflichkeiten. Wir sehen hier eindeutig ein Textelement, sicherlich aus einer Zeitschrift, einer Publikation. Dann sehen wir das, sieht ein bisschen aus wie Haare, sind aber natürlich Papiere, die hier aufgebracht sind. Einige von Ihnen werden das vielleicht unmittelbar erkannt haben, sind quasi Büttenpapiere, wo man die Papierfaser unmittelbar sieht, die hier aufgeklebt wird und die aber dann interessanterweise malerische Entsprechungen bekommt, eben durch die rote Linie, die quasi sich eigentlich hier wiederfindet, aber dann eine Malerei ist. Also das Spiel der Oberflächen, das, was uns sozusagen schon die ganze Zeit eigentlich bis hierher beschäftigt hat, wird uns auch im Rest der Ausstellung weiter beschäftigen. Und das war auch eine der Intentionen, die wir gehabt haben, als wir gesagt haben, wir machen diese Ausstellung. Wir wissen alle, heute ist sozusagen die erste Zugänglichkeit, die wir zu Bildern haben, eigentlich eine digitale. Die digitale Oberfläche ist aber eine, die eben uns wenig erzählt. Und gerade in diesem Zuge merken wir auch hier bei uns in der Kunstakademie immer stärker, wie der Wunsch zunimmt, dass man wieder mehr in das Materielle hineingeht, also in die physische Präsenz, nicht nur, weil man sich im Kurs sehen will, sondern auch in dem Tun, in dem Machen. Wir haben eine ganz starke Bewegung hin zum Dinge selber machen mit natürlichen Materialien, um etwas zu schaffen, um etwas aufzubauen, weil es eben ein Gegensatz zu dieser sterilen digitalen Welt auch ist. Nicht, dass man sagen kann, die wäre nicht faszinierend und besonders und toll, aber es gibt noch mal eine andere Erlebnisqualität, wenn wir als Menschen sozusagen mit puren, echten Materialien umgehen und diese in die Gestaltung unsere eigenen Ideen verwenden. Und das ist etwas, was sozusagen in solchen Bildern genauso wie in dem, was wir vorhin hier gesehen haben, schon ganz stark zum Tragen kommt und was uns in den nächsten Bildern auch noch mal weiter beschäftigen wird. Ja, in diesem Abschnitt geht es auch ganz stark um die Frage des Bildträgers. Ich hatte ja am Anfang das mit den Papieren erwähnt und wir haben jetzt ein Element, das nochmal eine ganz andere Qualität in sich trägt. Sie sehen ein sehr starkes, objekthaftes, fast 6-7 Zentimeter dickes Bildobjekt, das aber in sich gebogen scheint. Und wo kann das passieren, wenn wir also jetzt so ein dickes Element haben, dass sich das noch in eine durch Farbauftrag oder Materialauftrag so biegt? Das kann eigentlich nur eine grundsätzliche Papierstruktur haben und das ist hier auch gegeben. Es ist eine Art Pappe, die aber Hohlräume in sich trägt, also in sich eine extrem hohe Stabilität einerseits hat und dadurch diese Tiefe und Dicke auch gut aushalten kann. Aber wenn Sie es dann eben mit Farbe, mit feuchten, mit nassen Elementen bearbeiten, dann kann es sich eben tatsächlich wie Papier verformen. Und wir haben hier eben dadurch ein ganz besonderes Objekt, das uns etwas erzählt, so wie wir es eigentlich bei den Archäologen kennen, wenn die bei Ausgrabungen sind. Wir haben hier eigentlich eine Mauerfläche vor uns, ein wirkliches, scheinbares Steinobjekt, das ist es nicht, sondern es ist eben aus Papier. Und wir kriegen eine Erzählung angeboten der verschiedenen Oberflächen, wie das Papier mit der Farbe reagiert, wie mehrere Schichten übereinander liegen, wie Gips eingesetzt worden ist, also
ganz vielfältige Malmaterialien, die hier zum Tragen kommen und die diese Lebendigkeit in dieser abstrakten Oberfläche schaffen und die uns aber dann, wenn wir wirklich nahe herangehen, tatsächlich auch über diese Objektcharakter mehr erzählen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in ein römisches Museum gehen, wie in Köln, das römisch-germanische Museum, oder wenn Sie sich vielleicht im ägyptischen Museum in München umschauen und Sie sehen so Bildtafeln, ja, wo Dinge sichtbar gemacht werden, oder Steintafeln, das ist etwas, was man sich hier auch sehr gut vorstellen kann, dass es das eigentlich aussagt, und doch ist es ein sehr zeitgemäßer Bildträger, der eben gar nichts Altes hat, sondern nur den Anschein erweckt. Und das ist ja eigentlich diese faszinierende Situation, die wir in der bildenden Kunst immer wieder haben. Wir bekommen Dinge angeboten als Betrachter und können uns dann hineinvertiefen und ein wenig rätseln, was es das nun ist, was uns da angeboten worden ist. Und hier in diesem Materialobjekt steckt sehr viel an mögliche Erzählung drin, ohne dass wir total festgelegt sind. Ja, rechts von mir sehen Sie jetzt zwei Arbeiten von Frau Zlöbel, Katharina Zlöbel. Und meine erste Assoziation, als ich die Arbeiten gesehen habe, war natürlich Emil Schumacher. Viele von Ihnen kennen den Urvater des Informell in Deutschland, Emil Schumacher, der ja bekannt geworden ist durch diese, ja, einerseits farbbasierte, aber sehr aus dem Inneren schöpfenden, gestischen, abstrakten Malerei. Das Informell beschäftigt sich ja eben genau damit, eben nichts zum Gegenstand zu machen, außer sozusagen das eigene Tun und die eigene, oft im Verborgenen liegenden Elemente. Und wir sehen das eben tatsächlich in den Malschwüngen. Natürlich können wir in solchen Bildern auch eine Landschaft sehen, aber es geht eigentlich eher um eine innere Landschaft. Und warum hängen nun diese Arbeiten in einer Ausstellung, die Material und Farbe heißt? Hier geht es weniger um die Farbe, sondern hier geht es auch wieder um die Materialität. Sie sehen das, wenn Sie jetzt ein bisschen näher herantreten, auch, dass die Bildoberfläche ganz stark Reliefcharakter hat. Da sind Quarzsände drin und andere Malmittel, die tatsächlich uns so einen Erdcharakter vermitteln. Etwas, was zum Beispiel Emil Schumacher in der Form nicht so gerne verwendet hat, sondern das malerisch gelöst hat, aber vom Strich her, von der Erzählung, die hier in der gestischen Malerei liegt, liegt sozusagen die Verwandtschaft zwischen den Positionen. Ja, das Werk hier rechts neben mir oder hinter mir ist von Gabriele Villa. Eines der größten Werke in unserer Ausstellung und auch voller Dynamik, voller Energie. Natürlich ausgedruckt mit den farblichen Gegensätzen Schwarz und Weiß und der Intensität des Rots. Aber auch hier sehen wir, Frau Villa hat eben mehr als nur Farbe verwendet. Auch sie hat hier Beimischungen verwendet, Quarzsände auch unter anderem. Und wir haben dadurch eine lebendige Oberfläche, die eben durch den Malgestus nochmal intensiviert wird, der eben diese Schüttungen, diese Explosionen sozusagen, diese ganz hohe energetische Qualität, die in diesem Bild steckt, nochmal verstärkt und sichtbar macht. Und ganz spannend eben zu sehen, wie hier kompositorisch sozusagen so Gegensätze geschaffen werden. Hier haben wir eine relativ unbearbeitete Fläche, dort haben wir auch eine offene Fläche, wo wir auf die Leinwand schauen können. Und das haben wir zwar hier auch noch, aber die beiden halten sich so im Gewicht, im Gegengewicht, genauso wie die Schwarzflächen. Und offensichtlich ist das Rot das, was das gesamte Bild dominiert und uns damit eigentlich auf diese hohe energetische Ebene bringt. Ja, Sie werden sich vielleicht ein wenig wundern, wie wir dazu gekommen sind, hier diese drei Werke in einen Zusammenhang zu stellen, besonders das hier links von Uta Heiland, unmittelbar mit dem von Herrn Schornsteiner. Aber ich fand besonders faszinierend, wenn man sich die Arbeiten anschaut, wie dieses helle Werk, klein, strahlend, sich mit diesem Dunklen ins Verhältnis setzt. Und für mich gab es eine unmittelbare, wirkliche, farbliche Beziehung zwischen den beiden Arbeiten. Das sind nämlich hier diese gelb-orangen Stellen in dem Bild von Herrn Schornsteiner, die tatsächlich wie aufgenommen zu sein scheinen in der kleinen Arbeit von Frau Heiland. Uta Heiland hat hier ein Werk geschaffen, das sozusagen in seiner Kompaktheit in vielfältiger Art und Weise eigentlich eine
ja, wie, beinahe wie ein, im positiven Sinne, Ziegelstein wirkt, also ein Element, das sozusagen vieles in Balance hält. Sie sehen, die Bildtiefe ist enorm, auch hier 6 bis 7 Zentimeter. Und dann haben wir darauf aufgetragen noch dieses Gipselement und die verfließende Farbe. Und ja, sehr naheliegend, man denkt natürlich sofort eigentlich an eine Küstenlandschaft. Dort haben wir zwar jetzt eine gelbe Wasserfläche, aber dort trifft das eben auf irgendeine Art von Küste. Wir haben eigentlich ein Relief, das nun zwar in der vertikalen hängt, aber wenn wir es legen würden, würden wir sofort wie ein Modell eigentlich ein geologisches Modell uns anschauen. Und das, glaube ich, ist auch die Assoziation, die hinter der Arbeit unter anderem steht. Ja, und was hat es nun, wie gesagt, mit den eher dunkleren Arbeiten von Herrn Schornsheim zu tun? Natürlich auch, dass hier genauso viel Landschaft drin steckt. Es ist eine Landschaft, die nicht danach giert, offensichtlich erkannt zu werden, sondern die sich eigentlich im Verborgenen hält, die gar nicht zu viel auffallen will. Aber für meine Assoziation unmittelbar sehen wir hier einen Berg, eine Gebirgslandschaft, und da tauchen Elemente auf, die davor liegen. Woraus sie bestehen, wissen wir nicht, aber es ist auch nicht relevant. Aber es sind Punkte, die das Bild strukturieren. Auch wenn sie dunkel sind und keine hellen Punkte sind, sind es Elemente, die die Tiefe im Bild ausmachen. Die hier auftretenden Farbschlieren oder Streifen wie eine Kreide, eine Ölkreide, die noch auf die Malerei gesetzt wird, die nimmt ein wenig diese Schwere, die natürlich in diesen dunklen Tonigkeiten liegen, aber es erzählt eben schon auch viel von Erdgeschichte. Also wir haben wie so Farbkleckse, die so helle Blumen auch irgendwo auf eine Landschaft setzen können, und gleichzeitig sehen wir aber, dass das Wesentliche der Landschaft tatsächlich eigentlich im Boden liegt, also in der Tiefe liegt, und das eine besondere Qualität hat. Ja, und hier haben wir eine zweite Arbeit von Herrn Schornsheimer, und die ist eben besonders spannend, wenn wir die zusammen sehen, diese eher dunklere Arbeit und diese deutlich hellere mit diesem, mit dieser Form, die hier liegt, die eben auch meiner Ansicht nach sehr viel so Erdgeschichtliches in sich zu tragen scheint. Wenn wir hier die Maloberfläche ansehen, hier sieht es Aufbrechungen, Abplatzungen im Farbauftrag, ganze Menge Krakelees. Und da kriegt man ja auch gleich den Eindruck, Mensch, wir haben hier etwas, was sozusagen so alt ist und was uns eben auch eine Geschichte erzählen will. Und dann haben wir relativ unbestimmte Formen, die aber natürlich auch sehr schnell einen, die Assoziation schaffen können, als ob wir es hier mit Steinen, mit Felsen zu tun haben, vielleicht mit Findlingen, oder wir haben es vielleicht eben auch mit anderen Elementen zu tun, die da in der Tiefe liegen, im Verborgenen, die hier auftauchen und auf die unser Blick gelenkt werden will. Und wenn Sie ganz nahe herantreten könnten, dann würden Sie eben sehen, dass in der Maloberfläche so ganz abgeschlossene eingebrachte Oberflächenelemente genauso sind wie ganz fein geschliffene Elemente, also eine ganz große Vielfalt in der Oberfläche geschaffen worden, und das erzählt eben natürlich ganz, ganz viel in sich jeweils wieder in der Oberfläche. Und ich glaube, das ist auch das, was sehr viel in solchen Ausstellungen, in diesen abstrakten Bildern eigentlich an Lesbarkeit, sondern an der Erwartung der Künstler und Künstlerinnen, dass das Publikum sich darauf einlässt, diese Feinheiten, diese Erzählung, die eben in diesen Krakelees liegen mag, in diesen Aufwerfungen, dass das ein wichtiger Bestandteil ist, dem man folgen muss, damit man eben tatsächlich auch Freude entwickeln kann daran. Links von mir sehen Sie ein Werk von Johann Lemmerhofer. Ein ganz anderer Ansatz als das, was wir bisher hatten. Wir sehen eigentlich eine relativ erzählerische Arbeit. Hier unten ist es so, dass wir diese Blätter appliziert und aufgebracht sehen auf die Bilder. Offensichtlich hat es so einen Herbstcharakter, der hier ist, und es wird nochmal ergänzt und verbunden damit, dass hier Papiere mit aufgebracht sind, die dann eben eine eigene Oberfläche schaffen, die eine Verwerfung schaffen, Faltungen schaffen, wo die Farbe in einer anderen Art und Weise natürlich dann ihre Präsenz entwickelt und hinaufgeworfen sein. Darunter liegt oder mit aufgebracht ist eine Art Schrift. Wir können die nicht genau identifizieren, aber auch das offensichtlich keine von Hand aufgetragene Schrift, sondern eine gedruckte Schrift, die hier mit dem Papier aufgebracht ist. Also wir sehen hier so natürliche Elemente und einen sehr erzählerischen Ansatz.
in der künstlerischen Arbeit. Ja, und rechts von mir sehen Sie jetzt ein, es ist kein Diptychon, aber es ist ein Bilderpaar von Traudi Koller. Hier unmittelbar rechts von mir, vielleicht auch ein bisschen zur Erklärung für die Zuschauer, dass man, wenn man näher herantritt, diverse Zeitungsausschnitte findet, die hier aufgebracht sind. Salzburger Nachrichten kann ich hier unmittelbar lesen. Und wir haben eine komplette Vermengung zwischen Malerei und diesen Papieren. Also es fließt alles zusammen, es ist ineinander gearbeitet. Auch in dem zweiten Werk sehen wir Dinge, die appliziert sind auf die Leinwand. Also es gibt nicht nur Malerei, sondern eben auch gegenständliche Teilen, Materialitäten, die ergänzt sind, eben wie gesagt Papiere, die hier verwendet worden sind, die zusätzlich zur reinen Malerei dann auch ganz viel zu erzählen scheinen. Ja, offensichtlich für den Betrachter sind, dass wir hier zwei Kreiselemente sehen, nämlich die Erde, einmal hier als beinahe blauer Planet beschrieben. Also es ist die Weltkugel, die wir hier sehen, die tatsächlich auch noch mit diesen blauen Elementen auch diese Assoziation des blauen Planeten haben. Aber eben in der Materialität ist es eher ein Gesellschaftsmodell. Wir sehen tatsächlich die Weltkugel, die eben tatsächlich bestimmt wird durch die Ereignisse. Und das wird eben kommuniziert hier bei der Künstlerin über diese Zeitungsausschnitte. Und das hat natürlich eine hohe Lebendigkeit. Hier in der zweiten Arbeit weiter rechts haben wir eine ganz andere Farbigkeit. Da ist es sehr viel düsterer und zurückhaltender. Da ist eben nicht so klar, was ist das Element genau, was wir hier als Kugel oder als rund sehen. Auch hier haben wir, wie schon erwähnt, Papiere und andere Elemente, die aufgebracht werden und eingebracht werden. Und da haben wir eher ja ein bisschen zurückhaltendere Farbigkeit, die auch nicht diese volle Energie und Lebendigkeit hat, noch wie in dem Blauen. Also vielleicht eher eine düstere Vorstellung. Also das wäre natürlich eine Frage, die hier nicht unmittelbar beantwortet wird, aber eine mögliche Assoziation. Ja, links von mir sehen Sie zwei Arbeiten von Hans Wagner, grundsätzlich im ähnlichen Stil und ganz faszinierend zu sehen. Wir sehen hier Papier. Papier, das sowohl malerisch bearbeitet ist, wie auch geknittert wurde, gefaltet wurde und dadurch in sich eine ganz eigene Erzählung oder Struktur entwickelt. Und wir sehen aber auch etwas, das wie ein Umhang, ein Kleid oder eine Schürze zu funktionieren scheint. Wir sehen hier die Kleiderbügel, mit der die Arbeit eigentlich hier aufgehängt wird. Und wir sehen zugleich hier dieses Element, hier in dem Fall aus einem Kupfer und hier aus einem Papierstrang, der grün eingefärbt ist. Meine, als ob wir das tatsächlich wie eine Schürze über den Kopf ziehen und es dann tatsächlich Schutz bietet. Aber wenn Sie hier unmittelbar davor stünden, so wie ich es hier tun kann, und die Materialität sehen und die Fragilität, die in diesem Werk steckt, nämlich in diesem dünnen, dünnsten Papier, dann würden Sie sofort wissen, würde man damit etwas machen wollen, würde es in sich zerfallen. Also ein ganz spannendes Spiel. Es ist zwischen dieser Rüstung, die hier eigentlich, dieser Schutzfunktion, die hier angedeutet wird, und die aber de facto durch die Materialität gar nicht eingelöst wird. Also dieser Gegensatz scheint Herrn Wagner hier unter anderem beschäftigt zu haben. Ja, und rechts von mir sehen wir jetzt ein Werk von Frau Röder, Elisabeth Röder. Und da ist vielleicht der Aspekt der Farbe stärker im Vordergrund. Der wird uns jetzt in den nächsten Bildern auch nochmal stärker beschäftigen. Die Farbigkeit, die eine besondere Qualität hat, hier eine Gelb-Grün-Ton, also eine hohe Intensität, die hier drin ist, eine Frische, eine positive Fröhlichkeit, die auch darin steckt. Das scheint hier im Vordergrund zu stehen, also nicht die Materialität, sondern die Farbe an sich und das Farbverständnis. Ja, Evelyn Tauber, rechts von mir hier das Gemälde. Wenn ich gerade vorhin von der Farbigkeit bei Frau Röder gesprochen habe, ist auch das hier das Thema offensichtlich, die blaue intensive Farbe, die das ganze Bild zu bestimmen scheint und definiert. Und darüber liegen dann andere Farbelemente und Formen in dem Gemälde, die aber sozusagen eigentlich eher noch diese Überhöhung dieses fröhlichen und intensiven Blaues
mit sich tragen. Links von mir sehen Sie ein anderes Werk, das auch mit Farbe, aber wieder stärker diesen Aspekt Farbe und Material betont, von Herrn Salzburger. Herr Salzburger hat hier offensichtlich eine Landschaft dargestellt, aber darum geht es eigentlich überhaupt nicht und deswegen haben wir Sie auch in dieser Ausstellung gar nicht drin, sondern wir haben Sie eben durch den Farbauftrag hier ins Zentrum gerückt, unserer Überlegung. Wir sehen hier gerade in diesem roten Bereich des Bildes hier einen ganz starken pastosen und mit Spachtel aufgetragene Farbigkeit, die in sich eine ganz eigenwillige Struktur daraus entwickelt und die im unteren Grünbereich fast konterkariert wird, weil wir hier eher wieder Abkratzungen sehen und ein Verschleifen des Farbauftrags. Und insofern spielt er hier mit diesem Farbauftrag und dieser Gegensätzlichkeit, wie Farbe hier verstanden wird in der Nutzung. Das Werk hier rechts von Herrn Kollatz-Lackenbacher greift nochmal die Idee auf, die wir bei Herrn Salzburger schon angedeutet sehen, nämlich die Materialfarbe, aber nochmal verstärkt dadurch, dass hier eben tatsächlich Gips verwendet worden ist und wir ganz starke, sehr pastose, aber eben nicht über Farbe selbstbestimmte Elemente auf der Leinwand haben, sondern tatsächlich dieses pure Material, das eigentlich ein Relief schafft und nicht nur Malerei sozusagen zu sein scheint. Wir sehen hier auch wieder eine Berglandschaft, würde ich jetzt sagen, die aber auch sehr stark vor allen Dingen bestimmt wird über den Reliefcharakter. Ja, und links von mir die Arbeit von Frau Blüberger, die ist in der gleichen Materialität gearbeitet und man sieht dann gleich mal, was so passieren kann, wenn eben auf der einen Seite wir diese Gipsmasse aufgebracht sehen, die tatsächlich dann in dieser Formensprache dieses kantige und abgrenzende hat, diese Klarheit, kristalline Struktur und auf der anderen Seite wie bei Frau Blüberger eher diese runden Formen, diese organische Formen bekommt und wo man sehr schnell auch, obwohl wir in der Materialität ganz woanders sind, sehr schnell uns hier zwei Pferdeköpfe vorstellen könnten und damit eine ganz andere visuelle Entsprechung haben. Ja, zum Abschluss der Reihe von Werken, die sich eben mit Farbe vorwiegend beschäftigen. Hier in der Ausstellung möchte ich noch das Werk von Frau Lobensommer vorstellen. Fabelwesen im Jetzt ist der Titel. Und die Fabelwesen, ja, die stecken tatsächlich hier hinten irgendwo in dieser Dunkelheit und wir haben tatsächlich darum herum dieses lodernde Rot, das uns beinahe den Blick verstellt und unsere Aufmerksamkeit abzieht. Aber wir sehen, was auf jeden Fall auf dieser Leinwand in einer großen Besonderheit und vorhanden ist, ist die enorme Intensität, die über dieses Rot ausgedrückt wird, diese Energie, die tatsächlich beinahe wie bei einem Feuersbrunst oder einer Glut ausgedrückt wird. Und wenn Sie den Titel nochmal erinnern, Fabelwesen. Fabelwesen sind natürlich Wesen, die ganz besondere Fähigkeiten haben. Und auch wenn wir nicht genau wissen, welche die hier zu haben scheinen, offensichtlich steckt hinter dem noch sehr viel mehr. Ja, hier links von mir das Werk von Frau Jarantana, Abstraktion über Afrika, also ein Werk, das offensichtlich auch keine wirkliche Geschichte erzählen will, aber genau über die ganz wesentlichen Elemente, über die Formensprache und über die Materialität zu sprechen, scheint unmittelbar zu uns. Ganz eindeutig ist natürlich hier diese, ja, scheinbar Leoparden- oder Gepardenfell, das wir hier sehen, das aber natürlich nicht ein solches ist, sondern die Materialität wird hier über eine Tapete hergestellt. Aber natürlich liegt uns sofort nahe, dass wir ein exotisches Land oder exotische Länder im Blick haben. Die Tonigkeit hier verbindet uns natürlich auch mit dem steppenhaften Afrika. Wenn wir den Titel kennen, dann können wir uns sofort das vorstellen. Interessanterweise setzt die Künstlerin hier noch diese schwarzen Elemente dagegen und diese grauen, die sozusagen gar keine so eigentlich unmittelbare natürliche Entsprechung haben. Aber das ist eben genau das kontrastreiche Spiel und auch die Abstraktionsform, die hier geleistet wird. Und dennoch können wir uns eigentlich vorstellen, dass es eben die Dichte, die unterschiedlichen Elemente sind, die sie uns hier erzählen will. Einerseits das steppenartige Braun, hellbraun, das wir kennen, aber vielleicht auch tatsächlich
hier ein dunkler Baumstamm, der hier ist, und natürlich das Fellmuster, das uns hier assoziiert wird, das schafft natürlich eben diese Lebendigkeit auf der Bildebene. Hier die Werke, die Sie hinter mir sehen, von Frau Bitschnau, sind der Beginn oder der Einstieg in einen Teil der Ausstellung, der sich eben mit gesellschaftlichen, gesellschaftskritischen und politischen Themen befasst. Und beide Werke sind kein Diptychon, sondern sind Einzelwerke, beide heißen aber Wave of Refugees, also Flüchtlingswelle 1 und 2, die wir hier sehen. Und es ist eine ganz spannende malerische und technische Umsetzung, die wir sehen. Wir sehen zum einen Zeichnungen, nämlich die Boote mit den Flüchtlingen in Schwarz-Weiß. Dann sehen wir Zeitungsausschnitte oder Bilder aus Publikationen, wo auch viele Menschen auftauchen, Bilder, die eine Geschichte von anderen exotischen Orten erzählt, einmal tatsächlich mit Personen, in dieser Arbeit eher Landschaften, die uns aber eigentlich auch in etwas Exotisches träumen lassen. Und wir haben Symbole der Reise, wie hier den Ballon, aber der Ballon ist umgekehrt. Wir haben also die Kabine des Ballons oben, also auch da scheint die Welt ein Stück weit auf dem Kopfe zu stehen. Und es ist sehr faszinierend, wie Sie die Dichte dieses Erlebnisses, aber auch dieser Kampf der Flüchtlinge eben ums Überleben im Wasser, einige sind offensichtlich schon nahe am Ertrinken, einige haben sich hier gerade so auf den Strand oder die Felsen gerettet. Es sind also ganz viele Assoziationen, offensichtlich wird hier die Flüchtlingswelle oder überhaupt die Migrationsthematik bearbeitet. In der Materialität sehen wir tatsächlich eben die Mischung, wie ich schon erwähnt habe, Applikationen, die wir haben, aber genauso Zeichnung und pure Malerei, also drei technische Aspekte, die dann in der Dichte uns eben auch ein tatsächlich sehr dichtes Erlebnis zu diesem Thema ermöglichen. Ja, zwei Bilder, die Sie hinter mir jetzt sehen können, beide sind von Birgit Storch. Rechts von mir sehen Sie offensichtlich ein Riesenrad, und vielleicht zu der technischen Vorgehensweise. Wir sehen also ein Foto, das auf die Leinwand gebracht worden ist, und das wird dann nicht nur malerisch überarbeitet, sondern eben auch teilweise eben mit zusätzlichen Elementen versehen. Also ist ganz spannend. Wir haben also einerseits natürlich eine unmittelbare Assoziation, wenn wir ein solches Bild sehen wie das Riesenrad. Das hat was mit diesem Vergnügen zu tun und dieser Attraktion, die eben tatsächlich auch immer bei diesen Dingen ist. Aber dann haben wir hier nur eine relativ düstere Darstellung eigentlich. Und die Frage ist ja so ein bisschen, ist dieses Vergnügen vielleicht gekippt in ein Unvergnügen, in eine Katastrophe, in etwas, was nicht positiv ist? Das wird nicht ganz klar. Oder soll uns dieses Schwarz-Weiß in der Anmutung eher etwas Dokumentarisches assoziieren? Und das bringt mich jetzt gleich zu der zweiten Arbeit von Frau Storch, wo wir einen Blick nehmen können in ein Gebäude, und zwar in eine Innensituation, wo wir im Hintergrund ein Leuchten haben, weil da ein Lichteinfall ist, aber an sich ist es auch eine eher düstere Gebäudesituation, die uns nicht unbedingt mit Behagen zurücklässt. Drumherum malerisch haben wir hier diesen Blauton, der das auch nochmal so ins Unwirtliche zu wechseln scheint, aber gleichzeitig natürlich diesen dokumentarischen Charakter in den Vordergrund rückt. Also schon auch dieses Gefühl, wir nehmen da teil an einer Szene, die festgehalten worden ist, wo es eben eigentlich um die Erzählung, um eine Geschichte geht, die wir nicht eindeutig identifizieren können, aber wo uns etwas Dokumentarisches angeboten wird. Jetzt kommen wir zum Werk von Barbara Walder mit dem Titel »Dunkel über mir«. Auch ähnlich wie bei Herrn Schornsteiner sehen wir hier ein Werk, das vorwiegend in dunkler Tonigkeit und Farbigkeit zusammen ist, aber mit einem sehr strahlenden hellen Mittelpunkt und einer unteren sehr hellen Ebene. Das Thema hinter dieser Arbeit ist eines, das sich mit der Frage der Komposition und der Ordnung von Flächen, Formen, Farben und auch die Form des Auftrags der Farbe beschäftigt. Und zwar im weiteren Sinne geht es um die Fragestellung, inwieweit Chaos und Ordnung in einem Bild vereint wird.
da es in der Kunst in dem Sinne eigentlich keine chaotischen Zustände gibt, sondern eher Zustände, die nicht zwingend auf einem Bild miteinander im Gespräch sind, sondern nur nebeneinander stehen, sprechen wir eigentlich nur von verschiedenen Ordnungsprinzipien. Frau Walder schafft es aber eben, diese verschiedenen nebeneinander stehenden Bildelemente so miteinander in Verbindung zu bringen, dass es eine Art quasi synthetische Ordnung gibt, die eine höhere Ebene beeinflusst oder einschließt. Und dementsprechend gelingt hier tatsächlich eine wunderbare Verbindung zwischen diesen eher drohenden, dunkleren Ebenen und Flächen des Bildes im oberen Bildbereich und den hellen Bildbereich, der sich unten befindet. Und wir brauchen hier eben gar keine gegenständliche Assoziation haben, sondern wir sehen hier wunderbar diese Vereinigung der verschiedenen kompositorischen Elemente, die durch dieses farbliche gelbe Element wie auch das blaue Element miteinander in Beziehung gesetzt werden und seine Art Hoffnungsschimmer des Einheitlichen schaffen. Ja, zum Abschluss der Ausstellung möchte ich Ihnen noch drei Werke vorstellen, die eine gewisse Verbindung miteinander haben, aber die dennoch ein extrem großes Spektrum auch in unserer Fragestellung, wie gehen wir denn mit Materialien in der bildenden Kunst um, aufgreifen. Ja, hier rechts von mir die Arbeit von Frau Churuk Kakutli-Faller zeigt uns ein Medikament, und zwar die Anordnung von vielen Pillen, die wiederum eine Pillenform ergeben, eine Medikamentenform ergeben. Also wir haben sozusagen hier interessanterweise aus dem Ursprungsmaterial, nämlich dieser Medizinkapsel, die wir schlucken, dieses Medikament, haben wir dann sozusagen die große Form geformt. Und natürlich, wenn man ein solches Werk heute sieht, wer denkt nicht automatisch an die Medikamentenkästen von Damien Hirst? Also das ist etwas, wo man natürlich heute unmittelbar vielleicht eine Assoziation hat. Ich weiß nicht, inwieweit das für Frau Kakutli-Faller auch eine Rolle gespielt hat, aber diese Assoziation liegt natürlich nahe. Und spannend ist hier, dass sie sich dafür entscheidet, das tatsächlich nicht in eine abstrakte Form zu bringen, sondern dass sie tatsächlich die Form mit der Anordnung der Pillen tatsächlich nochmal wiedergibt. Das Einzelne, das Kleine. Im Kleinen haben wir dasselbe zu sehen, sozusagen wie im Großen. Also das würde man, wenn man jetzt sozusagen die Naturwissenschaften bemüht, die sogenannte Selbstähnlichkeit nennen. Ja, sozusagen im Kleinen sehen wir die gleichen Formen, wie wir sie eigentlich im Großen sehen. Und umgekehrt berühmt geworden sind diese Dinge ja zum Beispiel über diese sogenannte Chaosforschung, wo wir dann immer diese Blumenkohlköpfe vorgesetzt bekommen haben. Und wenn man die Blumenkohl als Ganzes sieht und die Blumenkohlröschen im Einzelnen anschaut, dann ist die Form eben tatsächlich vollkommen identisch. Wir kennen das von anderen Zusammenhängen, Kosmos und Schneekristalle und so weiter. Also könnte man vielfältige Beispiele machen. Das steht hier bei Frau Kakutli-Faller offensichtlich auch eigentlich mit im Thema. Ja, aber wir können natürlich, wenn wir das jetzt sozusagen in den Kontext einer eher gesellschaftskritischen Position natürlich nehmen und uns nicht nur um die Form kümmern und um die farbliche Gestaltung, sondern dass vielleicht Medikamente eben vielleicht auch ein kritischer Blick auf Medikamente ist, die schön daherkommen, aber natürlich ganz gravierende Nebenwirkungen haben können und überhaupt die Art und Weise, wie wir vielleicht mit ihnen umgehen, auch einen Suchtfaktor haben können, also auch einen negativen Aspekt haben können. Also Sie sehen, die Themen, die dahinter liegen, hinter dieser Arbeit, sind sehr vielfältig und damit sicherlich ein sehr spannender Ansatz. Und das bringt mich gleich hier zur nächsten Arbeit von Frau Gabriele Schäfer. Frau Schäfer zeigt uns hier diese traurige Sonnenblume, die da so vereinzelt steht. Sie ist eben nicht eine wunderschöne Sonnenblume, die einzeln im Garten einer Person steht. Es ist aber auch nicht sozusagen die schon weit ausgereifte Sonnenblume, die im Feld der Sonnenblumen steht, die dann abgeerntet werden, wo wir vielleicht Sonnenblumenöl draus gewinnen oder was auch immer damit passieren mag. Nein, es ist eine vereinzelte, hier irgendwie im Nirgendwo stehende Pflanze und die eher meiner Ansicht nach den Sinnbild eines nicht positiven Klimawandels vielleicht thematisiert.
Die aber natürlich trotzdem als Pflanze hier noch voll existiert. Ja, und warum auch nochmal in dem Thema der Materialität? Farbe und Materialität ist ja, oder Materie ist ja unser Thema. Und auch hier sehen wir bei der Arbeit von Frau Schäfer, dass sie offensichtlich Quarzsand mit eingearbeitet hat und andere Materialien, um der Farbe eine andere Oberfläche zu geben. Und man spürt eine gewisse Trockenheit an dieser Maloberfläche. Und das ließ vielleicht meine Assoziation zum Klimawandel noch mal besonders deutlich werden. Ja, ja, und jetzt kommen wir schon zum letzten Werk dieser Ausstellung von Marie-Christine von Liebe. Und ich glaube, es ist ein wunderbares kleines Werk, das vielleicht auch noch mal eben einen positiven Ausblick gibt am Ende dieser Ausstellung nach den eher kritischen Tönen, die wir jetzt am Schluss gehört haben. Es zeigt offensichtlich den Sternenhimmel, das Universum, und es ist ein, wie ich finde, ganz positives Bild eben für die Schönheit, die eigentlich sozusagen uns umgibt. Und manchmal sind diese kleinen Bilder ja viel sprechender wie vielleicht manch großformatiges Element, weil in diesem kleinen Format zeigt sich ganz offensichtlich auch die Könnerschaft. Und Frau von Liebe hat hier auch den Quarzsand, den wir schon öfter mal heute im Laufe der Ausstellung angeschaut haben, hier eingesetzt. Die sehen die wunderbare Milchstraße, die sozusagen dann mit diesen einzelnen Elementen der Sterne, die eben dieser Quarzsand sind. Und Quarzsand ist natürlich auch etwas, was in der Oberfläche bei dem richtigen Lichteinfall auch tatsächlich nochmal etwas Strahlendes hat. Also hier wird das Material auch dazu benutzt, natürlich diesen Effekt zu verstärken. Und ein schönes Ende dieser Ausstellung. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Und ich wünsche Ihnen einstweilen alles Gute, genießen Sie die Zeit, und ich darf Sie schon wieder neugierig machen. Unsere nächste Ausstellung wird nicht allzu lange auf Sie warten lassen. Ab dem 15. Juli werden wir wieder mit der Ausstellung online sein.